und guten Tag zu Minecraft, Gameboy Craft, was auch immer. Wir starten wieder durch in Hannis Welt. Ich habe jetzt halt euch mal diesen Server über sich gezeigt, da Hanni eine Überraschung für mich hat. Dieser Folge. Dann wollen wir doch mal reinschauen. Ich begrüße guten dich. Guten Tag, Hanni. Ja. Moins, ich begrüße dich. Und alles fit? Alles gut. Landschaft wird heruntergeladen. Genau, sehr schön. So, das sind wir ja schon. Ja, ich habe okay. Hab mal zwischendurch ein kleines bisschen was verändert gehabt. Da drüben läuft er. Aber wirst du dann schon gleich sehen und deinen Leuten zeigen, was ich so gebaut habe. Ich werde ihnen das auch gleich zeigen. Also die Farm ist ja schon mal bereit zum Ernten wieder. Ja, das habe ich in der letzten, also nicht in der Nichtaufnahme, habe ich das gemacht gehabt. Ich klaue dir mal hier hinten noch ein paar Bäume. Nimm da. Kriegst du. Ja, guck, du kriegst sogar noch was. Oh, ein bisschen Rohstoffe nehme ich. Okay. Ja, ich habe die Brücke eben halt neu gemacht, wie man sieht. Ja, heller. Hab die komplett ausgebaut, also dass alles gleichmäßig aussieht. Unser Feld habe ich hier oben vergrößert. Hm? Dazu habe ich das Wasser hinten runterlaufen lassen, dass es hier mal aussieht, wie so ein bisschen Wasserfall, dass es ein bisschen mehr annimmt. Gut. Was ist das denn? Da unten ist ja auch was passiert. Ja. Aha, das müssen wir mal schauen hier. Ja, komm mal mit, was ich hier mache. Bin noch ganz fertig, aber... Bäumchen stehen auch. Ich habe hier uns ein kleines Bootshaus gebaut. Ah, cool. Sogar mit Booten. Cool. Ja. Gehen wir gleich mal in die Kiste, nein. Da ist eh nichts drin, da habe ich noch nichts rein. Ah, okay. Im Ofen? Ah, nicht. Okay. Schön, schön. Ja. Mit welchem Holz hast du das jetzt gemacht? Mit Eiche? Oder? Mit Eiche habe ich es gemacht, glaube ich. Okay, ist noch was passiert? Oder habe ich das mit Börre gemacht gehabt? Ich sehe das nicht, aber schlecht hier, so ja, im Gameboy-Look. Ich glaube, mit Börre war es doch gewesen. Soweit ich eigentlich weiß, habe ich nichts... Ach ja, ne, wir hatten mal ganz kurz, habe ich meinen Kumpel, meinen Arbeitskollege, habe ich mit reingenommen gehabt, weil er doch mal wieder Bock auf Minecraft hatte und hat mich gefragt, ob das geht, wenn er mal so zwischendurch immer mal mit reinkommen will, wenn er Zeit und Lust hat. Sagt ja klar, und dann sag ja, da würde ich mir auch so eine kleine Hütte bauen und brauchst du mich hier, Junge? Ich wollte bloß wissen, ob es das inzwischen ausgeschaltet ist. Nee, es geht irgendwie nicht, ich weiß nicht warum, ich habe absolut keinen Dunst. Naja, und also einfach in die Comments runter. Ich bin da echt ein bisschen zu bekloppt dafür und ja, und der hat schon ein kleines Häuschen hier angefangen. Ja, da unten ist seine Art. Mit Trampelpfad? Mhm. Und das Haus hat er hier oben angefangen sogar schon. Ah, hier oben, okay. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Aha. Ja, wie gesagt, dann sind wir zu dritt dann immer auf dem Server. Also Christian wird zwar nicht immer dabei sein, weil er streamt ja auch zwischendurch noch andere Sachen und so. Da habe ich gesagt, ist ja kein Problem, du bist ja nicht dran gebunden eben halt zu spielen und sagt ja, komm einfach rein. Ja, ist doch in Ordnung, ist doch schön. Bin doch sozial, teilweise. gut. Und was ist dann heute geplant? Ja, gute Frage. Ich wollte jetzt noch vorne ganz kurz mein kleines Dings noch fertig bauen. Und dann könnten wir ja mal, weiß nicht, wollen wir wieder Rohstoffe farmen oder wollen wir uns ein Projekt überlegen, was wir als nächstes bauen oder... Projekt! Krieg! Krieg. Wir erklären den Viechern den Krieg. Hätte ich gesagt. Ja, du hast ja ein bisschen was im Internet nachgelesen. Richtig. Was hast du? Nämlich... Ja? Ja, erklär mal. Wollte ich nicht unterstellen. Ich habe nämlich nachgeschaut, es gibt wirklich ein Schild in Minecraft. Und dieses Schild soll sehr stark sein im Bezuge auf Fernangriffe. Es soll nämlich komplett den Schaden von diesen Pfeilen blocken. Okay. Und das wollen wir jetzt, hätte ich mal gesagt, das probieren wir jetzt mal aus. Mhm. Bei mir fehlt ein Holzstück übrigens von meiner Hütte. Wie? Da hast du was vergessen. Du hast vergessen, den Weg komplett fertig zu machen. Was fehlt da? Ja. Von meiner Tür würde ich falle ich herunter. One moment please.
Hab ich noch sowas mit? Oh, scheiße, jetzt habe ich wieder. Ah, nee. So, haben wir noch Eisen irgendwo? Irgendwo muss noch Eisen sein. Bei mir, ich habe welches drin, warte. Ja. Ah, ich habe auch noch 33, stimmt. Ich habe die letzte Folge ja eingeschmolzen. So, dann mache ich für uns mal ein Schild. Okay, falsch. Dann mache ich. Aber nein? Okay, ich muss schnell blaue, allwissende. So. Jetzt so. Kannst du nicht mehr reinfallen. Ach so, okay. Ich muss das. Sehr schön. Das mach ich noch schnell. Dann haben wir auch gleich eins. Mach ich das jetzt noch schnell hier fertig und dann können wir noch gleich sofort loslegen. Und es funktioniert. Also sprich, die Funktion vom Schwert, dieses Bloggen, wurde ins Schild umgewandelt. Okay. So, wo bist du, mein lieber Hani? Drüben am Haus. Das hab ich überlegt, bin ich noch ein bisschen. Ja, so groß haben wir noch gebaut, dass wir da uns da so leicht verirren. Ich habe das Eisen vergessen. Ich muss nicht. Ich mache uns gleich noch ein wenig Rüstung. Jeder kriegt mal ein Elm. Okay, das müsste eigentlich noch reichen. Dann tue ich jetzt schnell das hier raus. Und baue das hier noch schnell ran. Ja, genau, doch. Überlegen. Ah, das sieht doch schon gut aus. Sehr schön. So, und jetzt brauche ich noch ganz fix, gehe ich noch mal ganz schnell hinten in das Wäldchen rein. Da siehst du, da unten sehen wir doch schon das erste, was ich haben möchte. Und zwar einmal. Ach ja, genau. Das war ja. Das hier. Das hier. Zack, 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 zack. Das hier. Verdammt. Ah, da werde ich dann gleich mal noch. Ein paar Brote habe ich auch schon erstellt wieder aus den letzten. Sehr gut. Abernten. Wir können aber auch gleich, glaube ich, schon wieder abernten, wenn ich das richtig gesehen hatte. Genau. So, dann nimm das mal schnell hier mit. Ich. Wie sieht das jetzt das aus? Cool. Was ist das? Okay. Das ist nicht so schlimm. Ah, siehst du. Wo bist du? Wo bist du? In deinem Haus? In deinem Haus? Ne, ich bin hinter. Ich komme hier gerade hinten angelaufen. Guck mal hier rüber. Ah. Seh dich. Was ist der aus, als würdest du mit einer Eisenbahnplatte rumlaufen. warte mal, ich muss erstmal ein Inventar lernen, weil ich bin fast voll. Ja, ja, ich bin sogar in Ordnung. Ich bin sogar ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber ich will erst noch schnell das hier drüben hinbauen. Eisen, Holzschnei, Andesit, also Granit. Da eins hin und dann bauen wir da eins hin und drüben eins hin. Was mit? Und dann bauen wir noch auch die mit. Da eins hin. Da eins hin. Ja gut, die können wir lassen. So. Ich tue deine Sachen mal hier rein. Sehr schön. Da habe ich noch ein paar Blumenkästen hier hingepflanzt. Sehr schön. So, okay. So, jetzt. Die Kiste ist auch schon wieder fast voll. Ja, gut, wenn es das seine. Also ich habe Hosen für uns beide. Okay, warte. Dann machen wir das jetzt ganz anders. Dann gehe ich. Also für dich Hosen. Ich habe keine Hosen. Da ist das Eisen dann ausgegangen. Ja, warte, ich habe hier eh noch Eisen. Und ich brauche doch mal. Ich tue mal das andere Zeug jetzt hier unten rein. Das Baumaterial. Das kommt da rein. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Dann ziehen wir in den Krieg. Dann ziehen wir in den Krieg. Das Haus. Das Haus.
Das Haus. Oh Mann. Das Haus. Wir brauchen Spitzhacken. Wir brauchen Spitzhacken. Wie viele Spitzhacken hast du, mein? Gerade eins, aber ich mach gleich. Ich habe noch 15 Eisenerz hier drin. Warte mal, die tue ich erstmal hier unten bunkern. Und dann baue ich jetzt noch. Haben wir hier ein Schwert, da haben wir zwei Schwerter, haben wir drei Schwerter. Eine Eisenaxt, eine Schaufel. Zwei Steak haben wir noch mit. Müssen wir noch Futter mitnehmen, genau. Okay, dann nehmen wir noch, gehe ich schnell noch hoch, noch ein bisschen Futter mitnehmen. Hast alles dabei? Nee, du hast erst. Nee, ich habe erst noch erstmal unten ausgeleert. Okay. Also 1, 2, 3 Schwerter habe ich drin, die brauche ich jetzt hier das eben nicht mitnehmen. Die Hosen nehmen wir jetzt so schnell mit. Also ich habe da auch ein Eisenschwert. Das Schild und 3 Brote nehme ich mit. Helm und Stiefel. Helm, Stiefel. Ja. Brauchen wir, warte mal, das haben wir. Ah, ich baue mal noch schnell ein paar Fackeln. Dein Schwert, willst du das mitnehmen, das Eisenschwert? Ich habe noch welche, ich habe bei mir noch welche drin. Die mache ich erstmal. Okay, 49 Fackeln. Genau, ich brauche von dir auf jeden Fall Spitzhacken. Ja. Habe ich keinen mehr. Wird gebaut. Ich baue mal für jeden 2. Bin wieder da. Jojo. Mein Meerschweinchen hat Bilder angefressen. So, und das Eisen tue ich auch raus, weil das ist wertvoll. Ja, das ist wertvoll. Die Kohle tue ich auch raus. Okay, und jetzt ziehe ich erstmal meinen Deadpool an. Ritt erstmal meine Hose. Wie sieht die aus? Die Schuhe. Der Coop. Ah, das sieht lustig aus. Kriegt er hier sein Schildchen. Yeah. So, Schwert legen wir unten drauf, das legen wir da drauf. Die hau ich erst noch die Spitzhacke raus und die. Glasscheiben habe ich noch. Tun wir auch mal mit rein. Hier, hast du schon. Spitzhacken! Ja. Sehr schön. Sehr schön. Legen wir da hinten drauf. Jetzt habe ich schon einmal Wasser mit bei mir, hä? So, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich kann es nämlich nicht mehr warten. Okay, dann hau ich noch schnell die rein. Brauche ich auch nicht. Und Schwert ausrüsten. So halten, okay. Und so schlagen. Alles klar. Wo bist du? Welche Höhle? Ja, ah, du wirst schon voll verfolgt. Du wirst schon wieder übelst verfolgt. Ja, ich habe schon gehört, gesehen. Feinde von 4 Stück. Oh Gott, 4 Stück. Oh Gott. Mein Gehirn ist einfach zu groß. Oh mein Gott. Okay. Ich bin runtergefallen. Alter, wie viel vor allen Dingen. Es ist zu tot geworden. Ist tot. Ja, das Schild funktioniert super. Oh. Ah. Ja, damit hast du nicht gerechnet, dass wir so ein Ding haben jetzt, hä? Boah, da kommen immer mehr. Oh Gott, wir werden trotzdem total überrannt. Das Skelett ist tot. Tot. Vorsicht, da kommen hinter dir 4. Och Alter, was ist denn nur los? Geh runter da. Das ist keine Granate. Ah. Wasser sind sie zum Glück harmlos, das ist ja der Vorteil hat. Ah, jetzt hat. Oh Gott. Alter Schwede. Ich gehe erstmal runter, dass sie uns hier nicht so checken, dass wir hier sind.
Ja gut, das Schild haltet aber ganz in Ordnung aus. Ja, weil bei mir ist nur ein ganz kleines bisschen was weg. Ja. Schwierig. Die Höhle ist so tief, wusste ich gar nicht mehr. So. Wollen wir uns gleich mal das Gold da drüben? So. Zum Glück hat man das ja schon so weit gut ausgeleuchtet gehabt hier. Genau. Vor allem, wie oft wir hier drunter gestorben sind. Viel zu oft. Okay, da unten ist Lava. Du baust gerade Eis vielleicht oben ab? Okay. Nee, Gold. Auf der linken Seite ist noch irgendwas. Ist das Gold? Oder sieht das irgendwie anders Gold. Aus? Okay. Ja. Machen wir das mal hier. Gehen wir hier ein bisschen runter. Kohle. Wie sieht es eigentlich mit unserem Kohlevorrat aus? Ja, haben nicht, wir da irgendwas? Nicht so krass. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Schau, hier oben ist schon wieder was. Ja, aber das Gute ist, wir können jetzt jederzeit unser Schild benutzen. Haha. We are the best. Okay. Was haben wir hier ein schönes? Nimm mal erstmal mit. Okay. Die Sackgasse. Abgebaut. Das Dumme ist doch, das Texture Pack siehst du eben halt nicht allzu gut, was. Oh, so viel Eis, das ist sehr herrlich. Ich habe Redstone gefunden. Auch nicht schlecht, aber ist noch recht unwichtig. Ja, aber nehme ich jetzt nochmal trotzdem mit gleich. Genau. Was wir haben, das haben wir, würde ich mal sagen. Müssen aufpassen, ich bin hier bei der Lava. Lava schwimmen macht Spaß. Hier schon wieder Gold. Okay, da ist nichts. Redstone. Okay. Dann bauen wir uns mal den Weg hier durch. Sieht nach Redstone aus. Bei mir ist Redstone so einfach ein paar Haufen kleine Kügelchen. Okay. Ja, bei mir sieht das, ich weiß nicht, bei mir sieht generell, wenn ich mit dem Texture Pack jetzt, was ich jetzt drin habe, kennst du gar nicht so richtig, was ist. Also damit habe ich jetzt eigentlich hier keine Probleme. Nee, bei dem ist es echt scheiße, finde ich. Also das gefällt mir gar nicht. Aber ich kann mich echt auch absolut null entscheiden, was für ein Texture Pack ich so richtig nehmen soll. Probier doch Gameboy aus. Was haben wir hier oben? Eisen. Ah nee, Kohle. Kohle. Okay. Wir machen das jetzt mal ganz einfach, wir bauen uns mal hier durch. Oh, siehst du, da haben wir schon wieder was gefunden. Das sieht so aus wie Eisen. Eisen nehmen wir immer mit. Okay. Eine kleine Eisenader. Ach ja, das ist mal so schön. Vor allem, wenn man mal nicht stirbt. Wenn man aber besser vorbereitet ist. Ja. Ah, blödes Wasser. Ja, na, aber wie gesagt, also Christian hat mir auch gesagt, Minecraft ist schwerer dadurch geworden. Ja, da gut, aber mit Schild geht's wiederum. Ja, aber das hätte man jetzt echt nicht so gedacht, dass das jetzt so krass ist. Ja. Das ist, haben sie echt... Ich find's gut. Ja. Ich find's echt cool. Es ist halt wirklich jetzt also Überlebenskampf und nicht... Oh, Zombie. Weißt du, wie ich mein? Anni? Ja. Weißt du, wie ich mein? Ja. Und das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ne, egal. Okay. Du äumelst irgendwo da oben rum. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkomme. Ich hab mich schon wieder komplett verlaufen. Ah. Solange du nicht in Lava springst, ist alles gut. Ja, alles klar. Ich weiß, wo ich bin. Okay.
schon eine neue Nische entdeckt. Mal gucken, ob es hier irgendwas... Uah, Creeper. Hier ist noch nicht recht ausgeleuchtet, wo ich gerade bin. Ah, ich sehe was ganz Schönes. Nee, wo ich auch gerade war, da habe ich... war auch nicht so ausgeleuchtet und da saß auf einmal ein Creeper. Wusste, da oben ist er. Hast du gerade gelesen? Was habe ich gelesen? Den Erfolg, wo ich habe? Nee. Ah, jetzt bin ich hier an der Stelle, alles klar. Ha! Keine Chance mehr. Ich weiß, das ist gut. Größte Mission, nicht sterben. Ja. Jetzt wäre Sterben nicht so vorteilhaft. Oh, wie groß die halt schon wieder ist. Das ist... abartig, gell? Ich würde mich mehr über kleinere Höhlen freuen, irgendwie. Das wird es ein wenig spannender machen, finde ich. Nicht so eine Höhle und du hast alles, was du brauchst. So, okay, ich habe schon mal Kohle gefunden. Nochmal die Kohle gleich mit. Weil ich habe jetzt halt schon 12 Golderz, 32 Eisenerz, 5 Diamanten, 52 Redstone. Okay. Ja, vor allem Diamanten ist mal ganz gut. Das... durch die erste Diamantspitzhacke ist unterwegs. Alter, die Höhle, die ist einfach noch so bockengroß. Ja. Aber es ist gut, dass man ein Skelett begegnen kann, ohne zu sterben. Ja, klar. Aber wenn du überlegst, wo wir das letzte Mal drin waren, was wir da vom Frack bekommen haben, boah. Da haben wir eine aufs Fressbrett gekriegt. Aber aufs Übelste. Oh, wir kriegen Hunger. Einfach Kohle, den haben wir die Kohle noch mit. Ja, hier ein Zombie. Ah, ich hoffe, wir auch irgendwann. Leider Maus, geh weg. Hier ist viel Kohle. Muss noch gleich mal hier noch was hinbauen. Gleich mal auslöschen. So. Übelste Kohle, Alter, krass. Alter, ist er fest. Ich komme auf. Ich muss sagen, ein Zombie ist jetzt nicht so bedrohlich. Aber mehrere schon, gell? Das ist so krass, das zieht bloß ein halbes Herz ab. Okay. So eine Explosion. Ach, da müsstest du ja theoretischerweise hier oben sein, ne? Gold, 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 Gold. Wir lieben Gold. Gold ist so schön. Gold ist so schön. Haha, da kommt nur her, kommt nur her. Ich kann... ich habe jetzt ein Schild. Huhuhuhu. So. Danke für sein Helfen vom Abbau. Na, was bist du da unten? Oh, Hilfe, ich hab hier 2. Was ist das Kunst? Bist du bei mir? Nee, gell? Glaube nicht. Hast du Glück gehabt heute mal. Du darfst leben. Oh Gott, Skelett. Stirb. 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 Nein. Das Schild ist ein Laserschwert. Was? Das Schild ist ein fucking Laserschwert.
Davos? Ja, aber trotzdem, wie kommst du... Was machen Laserschwerter mit Geschossen? Prallt die ab und schießt sie zurück? Ja. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht so gecheckt. Also wie OP ist das denn? Achso, deswegen hat er sich selber wehgetan, alles klar. Es ist ja echt mega. Ich hab bloß keine Fackeln mehr. Jetzt laufen wir halt im Dunkeln rum, aber das Gute an dem Texture Pack ist, dass es alles schön hell ist. Alles schön hell. Wie hell. She gonna in the hell. So. Wo ist denn eigentlich unser guter alter Freund Honey? Boah, da wuselt hier hinten irgendwo in der Pampa rum. Gut. Boah, die Kopfhörer, die drücken nach der Zeit zu auf den Kopf bei mir oben, das gibt's nicht. Okay, ein leerer Raum, auch nicht schlecht. Okay, da komme ich nicht lang. Dann gehe ich jetzt auch nicht weiter lang, dann gehe ich nämlich den anderen Weg noch da hinten rum. Da war es nämlich auch noch. Ich glaube, das war die Richtung. Genau. Wollen wir hier noch was finden? Eisen haben wir hier noch mal. Nehmen wir das Eisen gleich noch mit. Wieder eine schöne Eisenart am Deck, sehr schön. Okay. So, dann laufen wir hier wieder zurück und müssen erstmal alles hier angucken, was man hier noch so findet. Ach, da geht's auch noch mal lang. Na, hören wir drauf. Ja, ich weiß auch komplett nicht mehr, wo ich bin. Boah, hier ist ein riesen Lavat. Hier ist Licht, hier ist eine Fackel. Hier gibt's zu einer Fackel, sind wir jetzt wieder vereint. Boah, hier ist ein riesen Krater. Aber was für ein Ding. Biber, komm her. Der Pechschatz treibt sich jetzt runter. Creeper sind jetzt halt richtig gute Freunde von mir. Helfen beim Abbauen, sind sozial, ziehen viel Leben ab. Haha, haben Creeper getötet. Lass ihn explodieren. Oh. Oh Gott. Mich würde es interessieren, wo du bist. Ich bin nämlich hier bei so einem Riesenkrater. Oh, ist ein kleines Zwick, Creeper. Zombie, komm. Ja, kommst du dich hoch, hä? Hihi. Das ist so runtergefallen, Trottel. Mob den Amke Zombie nicht. Oh, wo kommst du jetzt her? Sind hier nicht noch? Also ich habe mich komplett verlaufen. Bin in irgendeiner so riesigen Lucht. Okay. Aber oben ist auch kein Ausgang. Also richtig, ja. Okay, dann kann ich das hier erstmal abbauen. Ich hätte trotzdem gesagt, dass wir jetzt mal diese Schlucht begutachten und dann uns nach oben hin wegbauen. Bauen, bauen, bauen. Mach das, mach das. Oh, hier ist ein Zombie. Okay, das haben wir auch jetzt schon geklärt. Da haben wir jetzt auch ein bisschen was rausgeholt. Hier ist noch viel Kohle. Kohle mitnehmen. Weiß ich auch, warum die Anzahl der Zombies erhöht worden ist, weil einer ist keine Gefahr. Ja. Aber dafür mehrere. Richtig geiles Zombie-Feeling. Zombie-Survival-Feeling. Mich nervt es so tierisch mit den Höhlen. Hier ist aber echt... hier hab ich schon wieder... Ich finde irgendwie ist... Also entweder kommt es mir nur so vor, aber diese Adern von Kohle oder von Eisen sind irgendwie größer geworden. Also wenn ich überlege, was ich hier manchmal auf dem Haufen an Eisen oder Kohle habe. Unvorstellbar. Tut mir ein Zombie. Boah, geht's da schon wieder weit runter? Boah, da gehe ich jetzt nicht lang. Wir haben hier noch so viel.
Hier muss ich schnell ein paar Fackeln setzen. Da habe ich keine mehr, ich laufe im Dunkeln rum. Bin Nachtgiger. Okay, hier geht's ja nicht weiter. Ich hab hier schon ein Skelett irgendwo. Der gute alte Nachtgiger. Okay, also ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen erstmal ein Folgenpäuschen, liebe Leute. Und wir werden uns definitiv, wie immer, in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, unser Gelaber, unsere Spielweise, was wir hier anstellen, wie wir uns hier zum Narren halten selber. Und ja, keine Ahnung, schaltet zur nächsten Folge wieder ein mit eurem, das vierte Let's Play, der Daniel und mit dem Victim of Games. Und ja, wir bedanken uns erstmal fürs Zuschauen und danke Leute, ciao! Servus!